Ernst, Sie sollten das nicht tun, Fräulein Braun. Er ist eh immer nur Kuchen, Kuchen, Kuchen. Mittags, nachmittags und nachts. Aber ich bitte Sie, jetzt sind Sie doch nicht so streng. Immerhin ist es doch sein Geburtstag. Da muss man ihm doch was geben zum Wohlfühlen. Er hat doch eh so wenig Freude. Warte, zwei. Ich glaube, ich bringe noch ein paar Flaschen nach oben. Es riecht gar im Auftrieb. Frau Junge, ich bin ja so froh, dass Sie in dieser schweren Zeit beim Führer sind. Er hält so große Stücke auf Sie. Ich bitte Sie, Fräulein Braun, was kann denn ich schon tun? Aufmuntern können Sie ihn. Von seinen Generälen hört er ja nur noch grauselige Sachen. Mit denen mag er schon gar nichts mehr reden. Bei den Nachrichten kann es ihm aber auch Angst und Bang werden. Jetzt schießen sie schon mitten in die Stadt rein mit ihrer Artillerie. Ich hoffe bloß, dass keine Granaten einschlagen während der Geburtstagsfeier. Wird schon nichts passieren. Aber unvorsichtig ist es trotzdem. Ach, Frau Junge, machen Sie es doch einfach wie die anderen und überlassen es alles dem Führer.